So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zum, keine Ahnung, wie vielen Part von Let's Play Dragon Quest 9. Ich hoffe, wir sind auf jeden Fall schon über Part 10 und, Moment, so, muss mir mal was zurechtstellen. Ja, irgendwas ist in dieser Stadt los und wir haben uns jetzt ein paar Waffen neu gekauft, aber genug Geld haben wir auf jeden Fall nicht für cooles Equip, aber wir werden hier mal nachschauen, was hier los ist. Der Bürgermeister findet ihr in der Bibliothek in der oberen Etage, falls ihr ihm sucht. Dies ist eins der angesehensten Häuser in Sichau, deshalb werden wir auch viele Manuskripte und dergleichen bewahrt. Aus diesem Grund ist Dr. Flickner auch erst nach Sichau gekommen. Er wollte all diese alten Manuskripte studieren. Der Bürgermeister war ihn zunächst auch noch wohlgesonnen, aber dann passiert diese Sache mit Katharina und, nicht solche privaten Angelegenheiten sollte ich natürlich nicht preisgeben, aber YOLO. Okay, irgendwas ist hier los. Okay. Hier scheinen keine interessanten Bücher zu finden. Ja, wir werden ab jetzt aber wirklich übrigens alle Bücherregale abklappern, denn da sind immer Rezepte drin. Und Rezepte sind gute Menschen. So, was geht bei denen hier? Als Freund Katharina aus. Zog um zu heiraten. Schien es auch allem Leben hier mit ihr auszuziehen. Ich weiß wirklich nicht, was mit ihm findet. Er ist doch nur ein blasser Niemand. Ich verstehe schon, warum der Bürgermeister gegen ihre Bindung war. Okay, irgendwie ist mit, ja. Irgendwas mit Katharina und Professor Fleckmann oder keine Ahnung, wie der Typ heißt. Und irgendwas ist hier los, Leute. Irgendwas mit der Krankheit und irgendwie alle sind gegen was und... Ah, ich bin verwirrt. Ah, da ist oben wenigstens irgendwie Unterwäsche oder so. Danke dir. Kann ich mir wenigstens eine neue Hose anziehen. Und Kraut. Was ist die für perverse Sexspieler da oben treiben? Na gut. So, hier könnten irgendwelche Sachen sein. Ah, nichts ist besser als die schöne Messer. Ja. Koagulans und Schlauderschlamm. Göttlichen Dolch. Ja, übrigens ist es eigentlich fast immer billiger, Sachen zu alchemieren, anstatt sie zu, anstatt sie selber zu kaufen. Kaufen sind sie meistens teuer. Aber so kann man sie sich auf jeden Fall machen. So, ein paar Rezepte. So. Ach, das heißt das. Oh nein, so wird das nichts. Ich verstehe kein Wort davon. Ich muss ihn doch um Hilfe bitten. Ich habe einfach keine Wahl. Ich muss jetzt etwas tun, bevor noch mehr Opfer leiden müssen. Oh, Verzeihung, ich habe euch gar nicht bemerkt. Ich bin Max Laria. Ich habe keinen Sprite, deswegen bin ich gar nicht so wichtig. Aber ich tue wenigstens so. Wie kann ich euch helfen? Ihr macht euch also Sorgen um die Situation hier in Sichau? Ja. Nun gut, ich werde euch alles erzählen, was ich darüber weiß. Du bist etwas vertrauensselig, alter Mann. Aber okay. Ihr habt sicher schon davon gehört, dass eine ansteckende Seuche in Sichau ausgebrochen ist. Und diese Seuche ist schon einmal in dieser Stadt aufgetreten. Vor 100 Jahren. Ich habe versucht, in den alten Manuskripten eine Lösung des Problems zu finden, aber ich verstehe kein Wort davon. Aber natürlich gebe ich nicht auf. Ich habe sie Fleckmare gegeben. Und hoffe, dass er sie irgendwie entschlüsseln kann. Er wird sicher schon etwas herausgefunden haben, aber ich kann mich nicht dazu quälen, ihn persönlich zu fragen. Natürlich. Ihr macht euch also Sorgen über die Situation hier in Sichau? Vielleicht könntet ihr ja zu Fleckmare gehen und ihn fragen, wie er vorankommt. Sein Haus ist gleich westlich meines Anwesens. Es wäre wirklich hilfreich, wenn ihr mal gleich rübergehen könntet. Okay. Dann machen wir das. Also hier ist echt die Depressstimmung, Leute. Ich nehme hier bestimmt schon den 4., 5., 6. Part hintereinander auf. Irgendwie ist die Stimmung gar nicht so cool, wie sie sein sollte. Naja, irgendwo westlich. Das hier? Vielleicht das hier? Ist das hier das Haus? Nee, oh, die pennt. Ups, nein, ups, ich dachte, ich komme eine Katze hin, aber die pennt bloß. Oh. Jetzt da. Oh, hoppla, Entschuldigung. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Das passiert mir häufig in letzter Zeit. Ja, es ist ja auch Nacht. Oh, sucht ihr vielleicht nach Fleggy? Oh, hoppla, ich meine natürlich nach Dr. Fleckma, meinem Gatten. Gatte, klingt irgendwie komisch, ihn so zu nennen. Entschuldigt bitte mein Schwaffelei, aber Fleggy arbeitet gerade in seinem Labor. Wirklich? Papa, ich meine, Max Laria hat die neue gebeten, ihn aufzusuchen. Also in diesem Fall begleite ich euch zum Labor. Fleggy ist nämlich ein wenig schüchtern bei Fremden. Oh, hoppla, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Fleggys Frau, Katharina. Ich zeige euch den Weg. Okay, das ist also Katharina und irgendwas mit ihrer Bindung mit Dr. Fleckmann. Die sind anscheinend verheiratet und die sind dagegen. Keine Ahnung. Na gut. Hier befindet sich ein Buch mit dem Fachkundige Faustkampf irgendwas. Jawohl, hau her. Trainingsoberteil Grovian. Jawohl, hau her. Ich will irgendwann alle Rezepte haben. Wird natürlich schwer, aber irgendwann werden wir sie alle haben, meine Freunde. So, machen wir ein paar Sachen kaputt und vanillieren ein bisschen. Jawohl, 2 Goldmünzen. Das hat sich gelohnt. So. Seltsam, dass Papa einen Fremden zu Fleggy schickt. Er könnte doch selber mit ihm sprechen. Oh, schon da? Ich werde ihn dann mal öffnen lassen. Oh, ein geiles Flugzeichen. Katharina, bist du das? Was machst du denn hier um diese Zeit? Entschuldige die Störung, Fleggy, du hast Besuch. Papa hat jemanden geschickt, um herauszufinden, wie du mit den alten Manuskripten vorankommst. Und nun dann tretet mal ein. Okay, schauen wir mal. So, schauen wir mal, ob hier irgendwas dasteht. Gleich mal Rezepte, ein paar. Ah, fiese Kampftricks, ja. Hau her. Ein paar schön. Ah, okay. Aber wir können jemanden.
Die kann. Ah, Rückseite zeigen und dann macht er irgendwas. Oder das ist die Provozieren-Geste wahrscheinlich. Ja, genau, provozieren. Arsch wackeln heißt die wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht in so einem Spiel, aber gut. So, was gibt's hier noch so für Bücher? Hier befinden wir nur Fakten über Flüche und Effekte. Im Fall einer Erkrankung bei der keinerlei Behandlung anzuschlagen scheint, kann es auch sein, dass es sich um einen Fluch handelt. Flüche und Verwünschungen sind reale Phänomene, die praktizierende Mediziner nie außer Betracht lassen. Okay, Flüche gibt's also hier. Titel Torte Katzen, Katzenstreuß, die. Ah, okay, jetzt gibt's ein paar Katzenrezepte. Okay, also hier was zu lesen ist auf jeden Fall geil. Eine neue Geste, was weiß ich nicht alles. Keine Bücher. Und was gibt's hier? Alchemie für Anfänger. Jawohl, hau her. Oh, also das hat sich hier richtig gelohnt, Leute. So, hau mal her die Story. Ich stecke zwar bis zum Hals in Arbeit. Digga, so viel liegt gar nicht auf deinem Tisch, da ist meiner im Büro ein bisschen voller. Aber ich denke, ein Abgesandter meines Schwiegervaters hat wohl Vorrang. Nun, was kann ich denn... ihr wollt euch erkundigen, wie ich mit den alten Manuskripten vorankomme, nicht wahr? Du hast was vergessen, Flaggy, du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. Wisst ihr nicht, welchen Unterschied das machen sollte? Zeitverschwenderische Formalitäten sind das. Na gut, schön euch kennenzulernen. Dr. Fleckmann ist mein Name. Ich betreibe archäologische Studien und sowas. Und ihr seid Silver? Na, schön, ich werde versuchen, mir euren Namen zu merken. Also versprechen kann ich es nicht. Nun, ich denke, ich habe in den Manuskripten etwas über die Krankheit herausgefunden, die hier kürzlich aufgetreten ist. Oh, Flaggy, ich wusste, dass du es schaffst. Vor ungefähr 100 Jahren wurde westlich der Stadt ein paar alte Ruinen entdeckt. Die Leute, die die Ruinen entdeckt hatten, fassten etwas vorher den Beschluss, sie gleich zu erkunden. Sie hatten ja keine Ahnung, welche Schrecken darin auf sie warten würden. Eine tödliche Pestilenz. Und diese Pestilenz ist auch für die aktuelle Seuche verantwortlich. Laut der Manuskripte handelte es sich aber streng genommen eher um einen Fluch. Die Leute des Ortes konnten den Erreger in den Ruinen verbannen, den Eingang verbarrikadieren und so den Fluch brechen. Aber aus irgendeinem Grund ist die Krankheit wieder ausgebrochen? Ja, vielleicht hat das Erdbeben vor kurzem das Segel beschädigt, welches dem Erreger Einhalt gebietet. Dann müssen wir einfach nur zum Schreinen gehen und das Segel reparieren? Ja, aber ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht. Wahrscheinlich bin ich sogar der Einzige, der es dies tun kann. Oh, dann wirst du das Segel reparieren und uns alle retten, Flaggy? Tja, ich werde es wohl auf einen Versuch ankommen lassen. Vielleicht kann mich hier dann sogar dein Vater akzeptieren. Oh, es wäre eine gute Gelegenheit, diese Ruinen zu erforschen. Im Grunde habe ich also nichts dagegen. Allerdings treiben sich in dieser Gegend angeblich jede Menge Runde herum. Ich möchte in ein Stück zurückkommen. Digga, ich habe ein Schwert dabei. Meiner Theorie nach hat das Erdbeben... sicher. Leider ist die Reise für mich. Ich würde diese Ruinen ja nur zu gerne erforschen. Das wäre unklug, alleine dahin gehen. Was sagst du so? Vielleicht könntet ihr dann auch gleich, ich mein Papa, ich meine Laxar erzählen. Der Ursprung dieser Krankheit zu kennen, ist doch ein großer Fortschritt. Du bist ein Genie. Entschuldigung, ich habe mich vor Aufregung verschluckt. Das hat sie mich angesteckt mit ihren Husten. Na gut, gehen wir mal nach oben und der gute Max Laria wird wissen, was nun zu tun ist. Oder er wird uns halt einen Auftrag geben. Ich hoffe, er gibt uns auch danach irgendeine Belohnung. Wenn wir die ganze Sache hier erledigt haben mit der Seuche. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal gut vorangekommen. Wir wissen auf jeden Fall, wo die Seuche herkommt. Das wird auch den alten Mann hier interessieren. Ah, ich hab mich schon gefragt, wie ihr vorankommt. Also, was habt ihr herausgefunden? Ach du lieber Himmel, die Krankheit wird von einer Art ansteckenden Fluch ausgelöst. Und zu eins und dem muss ein Siegel im Schrein westlich der Stadt repariert werden. Und ihr sagt, das bekäme nur Fleck mal hin. Nun gut, jedenfalls ist mir die Situation jetzt klar. Auf jeden Fall. Ihr scheint ja ganz gut auf euch aufpassen zu können. Hättet ihr nicht vielleicht Interesse, Fleckmann zu begleiten? Je mehr, desto besser. Wenn er die Gegend um den Schrein für gefällig hält, da kann er bestimmt ein wenig Unterstützung gebrauchen. Das würde sich natürlich für euch lohnen. Also, was meint ihr? Ja, why not, ne? Ihr nehmt an, das ist großartig. Ich bin euch sehr verbunden und so. Also, dann wollen wir mal keine Zeit verschwenden. Könnt ihr diesen Schlüssel bitte zu Fleckmann bringen? Oh. Die Quarantompen. Wie, das ist nicht Katakomben? Na gut, Quarantompenschlüssel. Das ist der Schlüssel zum Schrein westlich der Stadt. Damit solltet ihr ihn öffnen können. Eine tödliche Krankheit dingfest zu machen, ist die perfekte Art, Leuten zu helfen. Stell dir nur vor, wie dankbar alle sein werden, wenn wir es schaffen. Wir werden vor lauter Benefizit kaum laufen können. Und im Sturm ist alle bist du wieder ein vollwertiger Himmlischer. Na gut. Wenn du das sagst, meine Gute, dann werden wir uns auf jeden Fall drum kümmern, diese Krankheit aus der Welt zu schaffen. So. Müssen wir noch den guten alten Fleckmann hier, oder Fleckmann, oder keine Ahnung, wie der Typ heißt, Bescheid sagen. Und die quatschen gerade, okay. Was habt ihr denn da für einen Schlüssel? Und hier, nimm den Schlüssel. Was, mein Schwiegervater hat euch gebeten, mich zu begleiten? Wirklich? Das hat er für dich getan? Also hat er euch dazu überredet, mir zu helfen? Na, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Dann gehe ich wohl besser, was? Der Alte soll schließlich nicht denken, ich hätte hier bloß eine große Klappe und nichts dahinter. Vielleicht siehst du das nicht ganz so richtig, Flaggy.
Jetzt ist keine Zeit, groß über wie und warum zu diskutieren. Ich muss sofort zum Schrein aufbrechen. Es befindet sich westlich der Stadt. Ich breche jetzt dorthin auf. Lasst mich nicht warten. Okay. Wenn er das meint. Entschuldigung, bitte. Das ist der ganze Staub hier. Davon muss ich immer husten. Felgi war so aufgebracht. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Ihr werdet doch gut auf ihn aufpassen. Ja, ich bitte euch darum. Der hustet mir ein bisschen zu viel, Leute. Ich habe ja schlimme Gedanken, aber die möchte ich nicht zu Ende denken, wenn ich ehrlich bin. Naja. Gut, wir werden uns jetzt westlich der Stadt begeben, aber wir werden hier auch ein paar Monster besiegen, damit wir die auch im aktuellen Monster-Dex-Ding da haben. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. So, wo sind hier ein paar Monster? So, du bist neu, greif mal an. Alles hier angreifen und danach werden wir uns auch noch zum Schrein begeben. Ah, Stahlspatz. Ah, sehr gut, sehr gut. Dann greifen wir die einfach alle mal an, weil der Stahlspatz hat natürlich ein bisschen höhere Def. Das sollte aber reichen, ja. Oh, der merkt, ja gut, der hat immer noch diese Bambusstange, der wird auf jeden Fall mit seinen Speer nicht viel Angriff machen. So, Pai greift an und ja, jetzt ist er leider nicht mehr paralysiert, dementsprechend hätte ich vielleicht einen Zauber einsetzen können, aber leider blockt er nicht so gut ab. Oh, du hast aber keine MP entzogen, weil du wahrscheinlich voll bist. Noch ein Angriff? Na. Gut, das soll jetzt aber reichen. Was, das Skelett ist schneller als Pai? Wow, das, was, Pai? Was ist das denn? Wieso wirst du überholt von Emilia? Ist ja nicht zu fassen, ey. Gut. Oh, und ein paar Stuhlreichstufe, ey. Jetzt sollte aber ein bisschen schneller wieder geworden sein. Und 3 Talentpunkte. Nice. Oh, Leute, ich freue. Ich bringe mir jetzt schon Propeller bei, weil ich den gebrauchen kann. Weil gleich komme ich in diese Katakomben-Ding da. Und da brauche ich den Propeller auf jeden Fall. Warum, werdet ihr auf jeden Fall gleich herausfinden. Aber vertraut mir, konzentrieren kann noch ein bisschen warten. Die Level werden wir safe aufsteigen jetzt. So, das Ding ist übrigens das nervigste Monster, das es gibt. Es ist extrem schnell, in Anführungsstrichen. Und es verfolgt einen. Und es hat auch noch gut Leben und macht okay Schaden. Ja gut, gut Leben war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. Gut, wir machen aber auch viel mehr Damage jetzt wo Pai 36 Schaden macht. Liegt wahrscheinlich auch an den neuen scharfen Klauen. Haben uns auch einiges gekostet, also den Preis rechtfertigen sie dann dementsprechend. Und das Ding ist ja auch ziemlich nervig. Das kann uns nämlich so hinterherlaufen und kann so, das macht er auf jeden Fall mit Zauber. Eine Menge Zauber macht das Ding. Aber, bam, ah, verdammt. Zack, frisst mein Sperrangriff und das sollte jetzt reichen. Ja, die mies mal das down. Jetzt müssen wir nur noch so einen komischen Wagen besiegen. Da haben wir eigentlich alle Monster hier in der Nähe besiegt. Dann haben wir das auch geschafft. Aber hier geht's wahrscheinlich jetzt erstmal weiter. Aber bitte sieh mich. Das Ding ist schnell und nervig wie nochmal was, Leute. Das kann ich euch versprechen. Ah, und da ist auch der Strand, Leute. Hier kann man so schön gleich Geld und XP können wir auch in den Katakomben fahren. Also, und oh, Schlangen. Okay, von den Schlangen habe ich dann schon ein bisschen mehr Respekt. Da werde ich auf jeden Fall knirschen. Gut, Pflanze. So, dann mache ich hier. Oh ja, jetzt kann ich ja Propeller. Kann ich mal austesten, wie viel macht der Propeller. Und du machst. Ja, du brauchst noch nichts machen. Wobei, du kannst ja mal Emilia heilen und du musst mal knirsch. Schauen wir mal. Ja, 40, 45 Schaden kann man mit leben, würde ich mal sagen. Ist leider kein One-Hitter, aber ist jetzt auch nicht eine schwache Attacke. Oh, Damage machen sie auf jeden Fall. Da muss auf jeden Fall ein bisschen trainiert werden und so. Knirsch, zack. Und noch einmal Knirsch. Das sind leider keine One-Hits. Ah, ich kann mich ein bisschen heilen. Und jetzt sollten die Angriffe reichen, um die ganzen Leute hier aus... Oh, sind die schnell? Ja, ich muss auch trainieren. Ich muss auf jeden Fall trainieren. Wir haben auf jeden Fall bald einen Ort zum Trainieren. Keine Sorge, Leute. Aber ein paar neue Monster kann man ja immer ganz gut mitmachen, um unseren Attackendex oder diesen Glossar da ein bisschen zu füllen. Da bin ich auf jeden Fall immer dabei. Wow, das Ding hat mal was gekillt. So, du heilst aber jetzt den Pai. Dann passt das. Na gut, er killt die Schlange, dann passt das auch. So, XP ist mittelmäßig. Ja, glaubt mir, Leute, gleich kriegen wir so viel XP, Mann. Ich freue mich schon richtig drauf. So, den Level-Ort, den zeige ich euch gleich. Ich meine, den Level-Ort sage ich schon, den, ich muss jetzt erstmal heilen. Pai. Und den. Ah, verdammt, Emilia. Ja, sehr gut, dass sie voll ist. Heilung. Silber, genau, jetzt. So, das Ding können wir auf jeden Fall auch besiegen. So ist es nicht. Das Ding haben wir dann auch. Und dann haben wir auch, glaube ich, alle Monster so hier im Umkreis besiegt. Und das Ding macht extrem viel Schaden. Deswegen werde ich jetzt das Ding jetzt auch fokussen. Zauber. Angreifen. Zauber. Knirsch. So. Zack. Ah, diese Schlange ist nicht schlecht, Mann. Wir haben halt echt gut, schlechtes Equipment, deswegen läuft da nicht so gut bei uns.
Aber jetzt ist das Ding hier wenigstens down. Vielleicht schafft es Sefi tatsächlich, das Ding rauszunehmen. Nein, leider nicht. Ah, ich hätte Merkelstoß machen sollen. Ah, ich hätte Merkelstoß machen sollen mit Sefi. Aber gut, da hat sich das jetzt auch erledigt. So, Mitglieder halten etwas Erfahrung. Ich bin Stufe 12, sehr gut. Und dementsprechend auch Säusel. Oh, cool, neuer Zauber. Und Geschmeidigkeit habe ich, die Agile in der Krise. Folge Solo habe ich auch, ne? Ne, mehr brauche ich jetzt erstmal nicht. So, ich möchte auf jeden Fall auf Schild dann und auf Schwert skillen. Dann passt das. So, wenn ich ein Schwert habe, bin ich stärker. Und da ich gerade ein Schwert habe, bin ich stärker. Und Sefi ist auch noch ein bisschen was ab. Kikiriki! Und ja, du kriegst... Oh, tierischer Hieb ist auch nicht schlecht. Der macht Tieren dann mehr Schaden. Ja, Speer ist schon ein cooler Ausrüstungsgegenstand. So. Sollen wir uns aber weiter nach oben bewegen, ne? Denn sonst kommen wir gar nicht mehr voran. Zum Glück tun die Dinger hier sich nur statisch bewegen. Nur dieser Blättertyp da ist ziemlich nervig. Und hier sind auch schon die Katakomben, meine Freunde. Die Quarantatomben oder so. So, was sagt er hier so? Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Silver, so war doch euer Name, oder? Seht ihr, es ist so, wie ich es sagte. Durch das Erdbeben ist der Schreinwald eingestürzt und der Eingang sehr spangelweit offen. Sperrangelweit, so. Mir schwand Übles, was das Siegel angeht, dass die Krankheit zurückhalten soll. Wir sollten hineingehen und bitte tut, was euer Schwiegervater... Und tut, wie euer Schwiegervater euch geheißen hat. Ich kann mir nicht leisten, verwundet zu werden. Klar, Digga, ich beschütze dich. Mach dir keine Sorgen. Und das ist ein Ort, den wir noch oft besuchen werden, Leute. Silver liest die Inschrift. Wenn die Weisen wieder wachen, strahlt das Licht in Rot und Blau. Irre dich nicht, oh leitendes Licht, dann bald gehen die Tore auf. Okay. Okay. Rot und Blau und... Ah, da ist das. Die Tür sind fest verschlossen. In der linken Tür ist ein roter und ein... Ich schätze, wir müssen irgendwelche Schalter oder so aktivieren. Und Leute, wisst ihr? Ich weiß nicht, ob wir es in dieser Szene sehen werden. Aber hier sind viele Truhen, die werden auf... Da war einer. Da war einer. Das ist ein Metallschleim, Leute. Instant gefunden. Metallschleim müssen wir sehr schnell besiegen. Denn Metallschleime sind einfach nur krass. Da mache ich Drachenhieb. Weil der Drachenhieb trifft zu einer großen Wahrscheinlichkeit Fähigkeit. Ne? Merkurstoß. Zauber. Das bringt nichts. Wir müssen auch angreifen. Metallschleime flüchten schnell und sind sehr selten zu treffen. Ja, er flüchtet nicht. Und die geben so viel XP. Und das sind unsere ersten Metallschleime. Ja, triff beide. Triff beide Angriffe. Yes. Okay. Er hat 3 Leben, glaube ich. Oder 3 bis 4. Das ist ja immer eine Roll bei den Monstern. Oh, er hat 4. Er hat 4. Aber wenn er jetzt den Drachen nicht trifft, kriegen wir... Ihr wisst gar nicht. Ein Metallschleim gibt 4000 XP. Also 1000 für einen. Oh, verdammt, verdammt. Verdammt, ich habe keinen Propeller. Okay, dann muss ich angreifen. Ich bitte, dass der Merkurstur jetzt trifft und reicht. Dann haben wir ein Problem weniger. Bitte triff. Nein! Bitte nicht abhauen. Ja! Wir haben ihn getötet. Leute, wisst ihr, wie viel XP das gibt? Oh. Jetzt. Oh, verdammt, nein! Nein, Sefi darf nicht sterben! Ich Idiot! Habe überhaupt nicht daran gedacht, den auch irgendwie zu heilen. Weil wenn der jetzt kein XP kriegt, dann liegt er aber sowas von zurück. Den muss ich auch heilen. Oh, der muss angreifen. Der muss sich... heilen. Und die muss angreifen. Bitte. Nein! Ich Idiot! Nein! Sefi kriegt jetzt keine XP. Und ich kann es nicht verhindern. Ich kann ihn nicht irgendwie... Nein. Oh Mann, ist das bitter. Mann, ist das bitter. Aber was soll man machen, bin ich auch selber schuld. Bin jetzt ein bisschen übereifrig an diesen scheiß Typen da gewesen. Ah, fuck, die ganzen XP jetzt, Leute, schaut, wie viel XP wir jetzt kriegen. Boah. Ah, egal, das werden wir schon nachholen. Schnurrschlager, seht ihr, wie viel XP das sind? Und Peng und 6 Talentpunkte, Alter, wie krass. Ah, das ist jetzt bitter, aber was soll man machen, das gehört dazu. So, Blockenspiel kriegen wir auch bald. Und Pyrei Stufe 12. Oh, und Sefi kriegt gar nichts, Mann. Wie bitte. Na gut. So, bald. Aber wir brauchen Aufkratzer. Das kann noch ein bisschen dauern, bis wir da sind. Na gut, dann. Pack hier. Die paar 4. Die 4 Punkte kann ich dann auch noch rein investieren. Spätestens bis zur nächsten Stufe. Und 252 Goldmünzen. Ah, fuck. Ja, gut, Leute. Ja. Gut. Das war's jetzt erstmal hier in den Dungeon, denn ich werde hier auf jeden Fall Metallschleime killen. Das wird auf jeden Fall offscreen gemacht.
Na gut, aufs Gehen jetzt. Ja gut, schauen wir mal. Ich werde euch jetzt immer zeigen, wo ich XP farm gehe. Also das erste Mal werden wir uns. Also der Part wird jetzt kurz länger gehen. Oder beziehungsweise wir sehen uns gleich mal voll geheilt an einer coolen Stelle wieder. Bis gleich. Leute, ich bin den ganzen Monstern nicht ausgewichen bis jetzt. Und hab's geschafft, voll geheilt hier anzukommen. Denn hier an diesem Strand, Leute, gibt's was sehr Interessantes. Was sehr cool ist auch. Oh, das ist kein Item leider. Die Schlangen hier interessieren. Da sind sie. Die Krabben. Wisst ihr, wie viel Geld die Krabben geben? Das seht ihr gleich. Auf, hoffentlich sind es drei gleich. Okay, nur eine. Und sie greift gleich plötzlich an. Verdammt. Gut, dann greift sie halt einmal an. Dann machen wir mal alle eine Attacke. Zack. Die Krabbe hat auch ein bisschen Defensive. Kennt man ja Krabben, keine Ahnung. Irgendwie sind jetzt noch nicht bekannt, defensiv so gut zu sein. Aber sie hat halt ein bisschen Defensive. Wie man merkt. Und bam, ein Viererangriff. Und das reicht einfach nicht, lol. Also ihr seht, die Krabbe hält auch ein bisschen das aus. Aber das nicht ohne Grund, Leute. Diese Krabben, ne? Geben. Ganze. Ach, meine Güte, jetzt kriegt sie wieder das Level, was er vorhin schon verdient hätte, aber er ist gestorben. Ja, ja. Traurige Menschheit. 96 Goldmünzen, das ist für ein Monster. Vergleichen wir es mal mit einem anderen Monster. Aber wobei, jetzt können wir auch im Ding schauen, oder? Können wir das nicht. Können wir das hier nicht einfach an Monster-Decks schon nachschauen? Besiegte Monster. Hä? Schau da gerade. Was mit LP? Du weißt aber schon, dass die Abkürzung LP für Lebenspunkte steht. Wenn du alle verlierst, bist du mucksweise tot. Die Abkürzung LP steht für das Let's Play. Dude. Steht hier, wie viel Geld die haben? Ja, Beutegold 4, 7. Okay, Moment. Ja, Metallstein gibt schon ein bisschen mehr. 20. Garstiger Geist gibt 66. Und der gibt 96. Also der ist dafür, dass er jetzt nicht so stark ist. Und davon können drei Stück auftauchen. Auf jeden Fall gibt er mir eine ganze Menge Geld. Und Leute, ich werde es ein bisschen offscreen zocken. Und ich sag's euch, Leute, wir werden hier ein bisschen besseres Equipped haben, wenn wir wieder am nächsten Part sind. Leute, wir sehen uns bis dann. Haut rein und ciao. Oh, hier liegt Weed rum. Okay. Ich gönn mir, Leute, ich gönn mir.